Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute die Arkendorf 2.2 zusammen mit dem Tino und dem Randy. Hallo. Hallöchen. So. Ja. Ja, also wie gesagt, hier von Objekten her, also das Sägewerk hatte noch eine Anzeige, die Kühe sind unten noch alles, es ist alles stehen geblieben, so wie es war. Ach so, also passt das alles noch? So stößt sich jetzt nichts verändert haben, nö. Okay. Einfach nur die Gebäude nochmal kaufen in dem Sinne. Genau. Ah, kleines Fail. So. Ach, so wie ich wieder an. Oh Gott, wenn so wie ich wieder ansehe, krieg ich wieder. Oh, da wäre ich wieder abgeschaltet in den Kommentaren, das weiß ich jetzt schon. Wer ist im Kreis oder was? Hm. Fahr halt irgendwo mal in der Mitte durch und dann halt hoch und runter. Ja, ich fahr jetzt hier hoch und runter. Oh Mann. Tut mir leid. Ich bin so ein schlechter Anseher. Aber im L17 wird sich das bestimmt alles ändern. Ja, bestimmt. Ja. Ansonsten, was ist noch so schönes passiert? Das war erstmal die Gamescom. Was haben wir uns angeschaut? Ich fand es übelst krass, was bei manchen Spielen so los war. Ne? Also ich hätte ganz gerne mal Battlefield 1 angezockt, einfach so aus Lust und Langeweile. Es kommt ja jetzt bald die Open, nicht die Open Beta, sondern die Closed Beta für alle, die sich eben angemeldet haben oder auch nicht, so wie ich das jetzt herauslesen konnte. Weil für Battlefield Insider ist die Closed Beta, glaube ich, einfach nur ein Tag eher, oder? Ja. Und für alle anderen dann, also es ist ja eine Open Beta. Schlimmste Mischmasch. Ah, okay, egal. Battlefield 1 wird auf jeden Fall bei die Beta starten, welcher auch immer. Und wir hätten es aber trotzdem ganz gerne mal angespielt auf der Gamescom, aber es war leider nicht möglich. Also es war absolut total krank, was da los war. Ne? Also das war echt heftig. Ja, schon am Fachbesuchertag, könntest du es schon vergessen. Ja. Richtig, also selbst Mittwoch war da schon anderthalb Stunden warten und da habe ich ja mal gar keinen Bock auf sowas. Aber es gibt auf jeden Fall ein paar coole Spiele, die man so gar nicht auf dem Schirm hatte, die man dann so gesehen hat. Zum Beispiel wie Pure Farming ist ein Spiel, das war ganz cool, worauf, ja, worauf wir uns freuen können, denke ich. Das kommt nächstes Jahr raus, irgendwann Mitte nächstes Jahr oder so. Da schauen wir einfach mal. Haben wir ein kleines Video gemacht, haben wir für euch ein bisschen was aufgenommen und ein bisschen gequatscht auch und haben da ein bisschen getestet und hin und her gemacht und so weiter. Ja, für den einen ist es halt der... ist das ein cooler neuer Simulator, der kommt? Für den anderen ist es vielleicht nur wieder irgend so ein Abklatsch oder sonst was. Wir schauen einfach mal. Also wir lassen uns einfach mal überraschen. Ich denke, da kann man noch nicht viel sagen. Es sah auf jeden Fall gut aus. Ja? Das stimmt. Was gezeigt und interessante wurde. Morgen dabei. Interessant. Ja. Ja, aber es waren noch ein paar Bugs auf jeden Fall auch. Das muss man auch dazu sagen. Aber ich denke, die haben ja auch noch genug Zeit, ne? Ja, im neuen Trailer hieß es irgendwas Anfang 2017, aber Anfang kann ja auch bis zu 3 Monate sein. Plus Verschiebungen, die ja jetzt auch nicht so unnormal sind im Segment. Ja, ansonsten, was ich ganz cool fand, ne, da habe ich Freezy reingeschleust ins neue Call of Duty Infinite Warfare. Das konnte man nämlich auf der Gamescom überhaupt nicht anspielen, sondern das war einfach nur durch USK logischerweise alles verdeckt. Und dahinter, das war so eine Art Kino und dann konnte man sich die ersten 10 Minuten des Spiels im Endeffekt anschauen. Richtig cool, war ein grandioser Auftritt, also wenn man sich jetzt mal mit EA da battlen würde. Ich glaube, die haben da irgendwas zu verbergen. Wenn man das Spiel jetzt noch nicht anspielen kann. Hast du die News noch nicht gelesen? Nicht mal ansatzweise. Aber ja, pass auf. Du hast es ja abonniert. Ja, das Spiel beginnt in den ersten 20 Minuten nur wieder in der Zukunft. Dann durch den Raumschiffaufprall wird man zurück in den Ersten Weltkrieg teleportiert und spielt dann dort weiter. Auch der Multiplayer ist dann auch Erster Weltkrieg. Dein Ernst? Also kann jetzt hier Battlefield einpacken. Call of Duty kommt. Nein, Quatsch. Das haben wir gerade schön ausgedacht, die Story, Junge. Ach lol, jetzt weiß ich auch, warum ich überall anleg. Seemaschine ist ausgeklappt. Warum denn da? Ah, ich hab nicht C gedrückt, ich hab X gedrückt. Ich hab die doch eingeklappt, würde ich gerade sagen. Ey, oh Mann. Ja, noch eben, weil das gerade untergegangen ist. Das war nur Spaß, nicht wieder hier jetzt gleich rumhaten. Ja. Ich würd's den sogar C dran.
alle Pläne über den Haufen geworfen. Wird nochmal ein neues Konzept gefahren hier. Ja, ja. So, was siehst du hier an? Weizen. Weizen, ja. So. Ja, aber ansonsten, ja, ansonsten ist es so, also man muss wirklich sagen, bis auf LS konnte man von Astragon dort nichts anspielen. Also, alles so, na, was die noch... Ready. Was denn? Ich komm grad von unten. Kriegst du doch wieder ein Mega von Egger? Oder willst du dann so hoch und runter? Ne, ich fall zu hoch und runter. Achso, so, dann zieh noch eine Bahn und fertig. Dann fange ich auf der anderen Seite an. Ja, wie gesagt, bis auf LS konnte man so wirklich so, was Astragon jetzt angeht, nicht gerade wirklich viel spielen. Ich meine, kommt ja noch Construction und andere Spiele jetzt auch noch im September raus. Aber nö, das war diesmal halt nur eine riesige Fläche für ein LS. Groß waren die auch noch nie in all den Jahren, das muss man auch dazu sagen. Aber, wirklich was anderes cool. Mafia 3... Cinematic-Gedöns, also man konnte irgendwie, es war so eine halbe Kinovorstellung bei manchen Spielen, auch da, wo ihr anstatt. Warte mal ganz kurz, mich nicht, oder er hat sie weiter. Ja, aber warten, war das bei hier Tom Clancy Ghost Recon? Das war Wildlands. Achso, ja, na dann Tom Clancy Wildlands im Endeffekt, ja. Wo ihr anstandet, was aber auch bloß eine Vorführung war. Also es war, es war alles sehr, sehr Dings. Es würde noch viel mehr gegeben, aber das Problem ist halt bloß, die Gamescom klatscht dich von vorne bis hinten, von links nach rechts mit lauter Musik und Bling-Bling-Licht dazu. Eine komplette Reizüberflutung, dass man manchmal gar nicht weiß, okay, was habe ich jetzt schon gesehen, was nicht mehr. Ja. Das war wirklich so das Ding, aber Hausburg soll wohl noch interessant gewesen sein, aber das waren natürlich auch wieder Wartezeiten, Anno Dazimmer. Wir hatten wohl auf der Gamescom, das habe ich gar nicht gesehen, Batman VR vorgestellt. Ja, ja. Aber ich frage mich jetzt nicht, ob das jetzt nur Business war oder auch offen. Angeblich offen. Ich wurde gefragt, ob ich mir das Spiel angeguckt hätte, wie cool das wäre und keine Ahnung was. Achso, okay. Ich habe gesagt, ganz ehrlich, habe ich nichts von gesehen. Muss das so... Lol. Leck dich hier rum, leck dich aus. Hallo? Leckt das Ösorg bei dir? Bei mir? Nö, gar nicht. Ja. Bei mir auch nicht. Ja, schauen wir einfach mal. Also jetzt im September kommt noch Police Tactics Imperio raus. Das ist so ein Polizeistrategiesimulator. Oh Gott. Naja, so ein bisschen Emergency-mäßig. Ist jetzt nichts Besonderes. Also jetzt jedenfalls vom Konzept her. Ja, das ist halt, na, wie du, wenn du Emergency kennst, so halt, aber rein aufs Polizeisetting halt, abgesehen mit dem Bittelstory halt dazu. Und halt mit RTS-Feeling, also Real-Time-Strategie. Ja. Warforming, das kommt nächstes Jahr. Farm-Experte kommt jetzt noch irgendwann im September, wenn er sich nicht verschoben hat. Und, ach, du hast schon ausgebessert, sehr, sehr freundlich. Farm-Experte kommt jetzt noch im September, wenn sich's nicht verschoben hat. Ja, und ansonsten dann halt Oktober erstmal eine ganze Weile eine Notruf, dann noch, ja, dann Oktober erstmal eine ganze Weile Ruhe, dann haben wir LS, dann haben wir Battlefield, dann kommt das COD, dann kommt, glaube ich, erstmal eine Weile lang gerade nix oder so, dann hast du im Anfang Dezember das South Park und alles, was so noch irgendwo zwischendurch halt reingeklatscht wird von den riesen Dingern, Mafia kommt ja, glaube ich, auch noch, aber boah, das ist, ja, soll's rauskommen, dann gucken wir's an. Also, wo ich auf der Gamescom mich richtig drauf freue, das ist von was uns gezeigt wurde, dieses Transport Fiber. Fiber. Sau geil. War ja dieses Jahr noch. Achso, Construction Simulator war noch. War ja nur die App, ne? Das ist, wie gesagt, rein Mobile, ja. Schade eigentlich. Ist halt der Nachfolger von 14er, aber halt auch plus Mobile. Weil der Bausimulator so an sich, wie du den 15er kennst, das fing ja mit dieser 14er an. Das war ja eine reine App. Und die ist aber so dermaßen scheinbar durch die Decke gegangen, also ich glaube über 1 Million Downloads oder so. Deswegen kam dann ja der PC-Port. Und jetzt geht's halt wieder zurück auf Mobile und dann kommt vielleicht nächstes Jahr dann auch wieder PC-Port. Whatever. Das ist so die Frage. Ich kann es mir vorstellen, dass das dann jedes Mal so im Wechsel wird. PC-Port. Ne? Genau. Das wäre dann noch eine Möglichkeit, ja. Und
Der Rest jetzt hier Firefighting Simulator und Police Law Enforcement, das soll ja erst nächstes Jahr kommen. Wenn das so wird, wie wir uns das ja angeschaut haben, wird das schon richtig geil. Ja. Gesundheit! Was ist denn los, Kleiner? Wer denn? Naja, mein PC oder die Verbindung, das ist manchmal, der Start manchmal so auf 120 Millisekunden hoch. Der Klick immer auf, ist eine Granate, Alter, ohne Witz. Ja. Hat der für Sprüche rausgekloppt hat. Ich konnte, wo wir bei McDrive waren, ich konnte nicht mehr. Ich würde den Burger nach hinten geben, aber dann wissen wir beide, dass wir gleich nur das Papier im Rückwind fliegen sehen und der Burger ist weg. Ich konnte nicht mehr, Alter. Ja, das ist er, der Klicki. Ach ja. So, haben wir den Quark erstmal wieder runter. Müssen wir schauen. Kennen Sie den aktuellen Stand der Produktionsketten auch gar nicht? Das ist eine gute Frage, ja. Ein bisschen Geld gibt. Gerade mal gucken, beziehungsweise wo was fehlt. Na, ich fahr mal hoch. So ein Ding. Mach mal danach. So, warte mal, im Wachstum. Das ist alles noch Raps. Wo ist Raps? Welches Feld? Sag mal einmal an. Im Wachstum. Und Wachstum, alles Wachstum, ja, okay. Was ist denn 47? Die ist doch fertig. 47? Das war. Weizen ist da drauf, oder was? Ja, dann. Fahr da mal runter, ich geh mal mit länger, naja. Ja. So. Gab es irgendwelche Highlights für euch, wo ihr gesagt habt, das war echt cool und krass? Und ja, deine Aktion am Anfang war der Highlight. Meine Aktion? Achso. Ja. Wo ich gehört habe, Shuttle war für mich Ende. Ja, einfach durch. Man muss dazu sagen, die Gamescom hatte dieses Jahr drei Security-Firmen eingestellt. Einmal SEC, also Sex Security, dann VES Security. Doch, VES Security. Und dann. Ach, aber war es nicht eher so, dass dieses SEC Security so diese Hauptdings waren, das andere waren Subs? Ja. Das andere waren solche Subs. Ja, dann ist es ja nicht von der GC. Nee, aber es waren halt drei Firmen drauf. Ja, aber dann sind ja nicht. Dann ist ja von der GC wurden drei Firmen eingestellt, falsch. Oder? Ja, es waren ja drei unterschiedliche Firmen vor. Ja, aber die sind ja von der GC eingestellt sind. Achso, nee, ich glaube, die GC, ich weiß gar nicht, ob die GC selber welche hat, das waren alles extern gewesen. Nein, die GC hatte einfach nur SEC Security und weil das natürlich so eine riesengigantische Veranstaltung ist, dass es ja alleine gar nicht bewältigbar ist oder eine Firma das überhaupt stemmen kann, arbeiten die dann mit SAPs zusammen und fertig. Aber damit hat die GC in dem Sinn nichts zu tun, die müssen das quasi stellen und fertig. Richtig, aber im Endeffekt ja, drei unterschiedliche Anzahlen. Ja. Und mehr oder weniger Bulldoggen-like. Ja, und die waren so, also, die dann fürs Parken zuständig waren, das war Lippe Wiss, wenn mich nicht alles durch. Das waren definitiv mit Abstand die dümmsten. Ja. Also das muss man jetzt ganz ehrlich sagen, das tut mir leid, die Securities ansonsten waren wirklich sehr nett, auch von SEC und so weiter und man hat da wirklich viel gehabt, aber die vom Parken, die waren hochgradig aggressiv. Ich glaube, die haben denen die alle hier irgendwas, keine Ahnung hier, wie nennt man das, was sich die in die Arme spritzen, dass sie größer werden? Anabolika. Ich glaube, dann haben die alle Anabolika gespritzt, bevor sie die auf die Parkplätze losgelassen haben. So, so Bulldoggen-mäßig, weißt du? Auto, weißt du? Und dass die sich nicht regelmäßig in irgendeiner Stoßstange verbissen haben, hat mich eh gewundert. Ohne Mist, wo so mit einem Stock, weißt du, wo so wieder ja. Wo immer auf den Kopf hauen musst, so, lass los, hör auf, lass die Stoßstange los, weißt du so. Wie der zu dir gesagt hat, fahr vor. Ja, Alter, 10 Zentimeter! Kennt ihr diese Parkdistanzkontrolle? Kennt ihr doch, ne? So, Parkdistanz. Das ist eine Parkdistanzkontrolle, ist dafür da, um dir zu sagen, wie weit das Hindernis noch weg ist, dass du eben nicht dran fährst.
Und meine Parkdistanzkontrolle, die stellt das einmal optisch dar, ne? So grün, gelb und rot und dann einmal noch mit einem Warnsignal und zwar piep, 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 piep. Und wenn es durchgehend piept, sollte man einfach nicht weiterfahren. So, und dieses durchgehende Piepgeräusch war schon da. Und der winkt und winkt und winkt. Es mag ja sein, dass da noch 10 cm Platz sind, aber ich sehe es da nicht ein, hier Stoßstange an Stoßstange zu fahren. Dieser Vollpfosten, der da vor mir steht, der macht vielleicht aus Versehen den falschen Gang rein, weißt du wie, und dann schnippt da kurz 5 cm zurück. Ja, das ist ja schon meine Stoßstange, ne? Und alles. Und die hängt dir da bestimmten Zettel, so bei 4000 Autos auf dem Parkplatz hängen die bestimmten Zettel da dran und so, oh, tut mir leid, ich bin aus Versehen, der hat ihre Stoßstange gefahren. Hier ist meine Telefonnummer, wie viel Geld soll ich Ihnen denn überweisen? Weißt du? Hm, ist klar. So, und der Winkler, da sag ich, nö, ich fahr nicht weiter vor. Und der ist ja fast ausgerastet. Ja. Da ist ja übelst wie so ein kleines Kind auf dir. Fahr da vor, fahr vor, fahr vor! Ja, und alles. Weißt du, ich hab gesagt, ey, Alter. Nee, und dann hat er so Wut und Bein, ja, bleib so stehen! Weißt du? Ja, also komplett. Leck mich doch am Arsch. Ja, also irgendwie sind die verfischt bespuckt gewesen. Sag ja, die haben den Anabolika und dann haben die die wie so ein wildes Rudel Hunde, haben die auf die Parkplätze losgelassen, so hier die Einweiser. Sag mal, kommst du hier früh oder soll ich rüberfahren? Wir sind auch fertig erstmal. Also, gut, meine lieben Leute. Ja, gerne in der nächsten, ne? Ja, gut, meine lieben Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schaut bei den anderen zwei vorbei und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.